Meine Damen und Herren, liebe Zoofreunde, nach einem langen und erfolgreichen Wirken im Zoo und für den Zoo Zürich geht unser Direktor in Pension. Zum Glück haben wir einen tollen Nachfolger gefunden. Einen jungen, dynamischen, visionären, sympathischen und anpackenden Mann. Einer, der das Leben lang nichts anderes hat wollen und nichts anderes geplant hat, als Zoodirektor werden für einen führenden Zoo. Genau so hat wahrscheinlich das mein Vorgänger, der Rolf Balsiger von 29 Jahren, gesagt. Und heute sind wir wieder so weit. Der Dr. Alex Rübel geht nach einer sehr erfolgreichen 29-Jahres-Periode am 30. Juni von diesem Jahr in Pension. Der Zoo Zürich hat sich für einen sehr guten Zoo zu einem der weltbesten Zoo entwickelt. Am Alex Rübel werden wir zu einem anderen Zeitpunkt für die einmalige Leistung gratulieren und danken. Heute geht es um den Nachfolger. So eine herausragende Persönlichkeit wie Alex Rübel zu ersetzen, ist wahrlich nicht einfach. Und darum hat der Verwaltungsrat vor fast 2 Jahren mit dem Suchprozess angefangen. Mit der Unterstützung von 2 enthusiastischen Beratern für die Firma Egon Zehnder haben wir einen absolut hochprofessionellen Prozess aufgesetzt. So ein Suchprozess wäre es absolut auch wert gewesen, um den CEO von einer der grössten international tätigen Firmen zu finden. Es sind über 140 gute Bewerbungen eingetroffen. Eigentlich ziemlich alles, was in der Zoo-Welt Rang und Namen hat. Die besten 15 Bewerber und Bewerberinnen haben wir gebeten, ein 180 Sekunden Selfie-Video über sich selber zu drehen, also wirklich selber, nicht im Studio, wo sie haben müssen 4 festgesetzte Fragen in 2 Sprachen beantworten. Wir haben dann 5 Kandidaten und Kandidatinnen eingeladen für 2 Runden ein Interview, jeweils 1,5 Stunden, hier einzeln, zuerst mit den Spezialisten Fego und Zehnder und dann mit einer Delegation vom Verwaltungsrat. Und wir haben dann die letzten Kandidaten noch eingeladen für ein ganztägiges Assessment. Und das ist wirklich jemand ganz ausziehen. Das ist ganz ein schlimmer Prozess. Ich bin froh, dass ich den nie selber machen musste. In den letzten 5 Kandidaten waren 2 Frauen, 3 Männer, 1 Schweizer, 1 Österreicherin und 3 Deutsche, was auch nicht erstaunlich ist, weil ja in Deutschland gibt es mindestens 25 sehr gute Zoos und darum auch halt viel mehr Kandidaten aus unserem nördlichen Kanton. Wir haben ganz am Anfang die Hilfe von Alex Rübel, um die richtigen Leute auf die Liste überhaupt zu bringen, an dem Prozess teilzunehmen. Und dann hat er sich zurückgezogen. Er hat gesagt, ihr Verwaltungsrat, ihr, das Zoo, der Zoo müsst in Zukunft mit dem leben. Ihr müsst die aussuchen. Und hat uns also ein bisschen unserem Schicksal überlassen. Es war aber auch eine sehr positive Sache, dass nicht irgendwie der Abtretende nachher irgendwie mitschwätzt. Schon ganz früh hat sich ein Kandidat in den Vordergrund geschoben und das hat sich dann durch den ganzen Prozess herauskristallisiert. Der Dr. Severin Gressen hat uns auf den ganzen Linien überzogen. Eine ruhige, überlegte Persönlichkeit mit einem hervorragenden akademischen Zeugnis, gekrönt durch ein PhD in Verhaltensforschung von der renommierten Universität in Oxford. Aber noch viel wichtiger ist sein Feuer und seine Passion für Zoos. Der Severin Dresden hat das Feuer bekommen, als er mit 13 ein Praktikum gemacht hat im Zoo. Und hat seither fast jeden Sommer hat er in Zoos gearbeitet. Meistens bewaffnet mit einer Schaufel und einem Besen. Also er hat sich wirklich aufgeschaufelt. Der Severin Dresden hat in 5 Ländern in Zoos und Schutzgebieten gearbeitet und spricht 3 Sprachen fließend. Am Schweizerdeutsch arbeiten wir noch, aber wir reden also nur Schweizerdeutsch mit ihm. Das funktioniert schon sehr gut. Der Severin Dresden hat während des ganzen Selektionsprozesses und auch seit dem 1. Januar, seit er im Zoo engagiert ist, hat er überzogen auch mit seinen Ideen, seinen innovativen Ansätzen und seinen sehr strukturierten Gedankengängen. Und hat so sein Gegenüber eingenommen und auch motiviert. Ein ganz toller Anfang aus unserer Sicht, auch auf der menschlichen Ebene. Und so hat er uns auch neben seiner fachlichen Kompetenz auch durch seinen menschlichen Wert überzeugt.
seine grosse soziale Kompetenz, seine Fähigkeit zuzuhören, sein Verständnis für den Gegenüber und auch seine Zurückhaltung. Während er aber sehr klar einen Führungsstil pflegt, haben den Verwaltungsrat überzeugt und haben uns am 23. September vom letzten Jahr die Aufgabe sehr einfach gemacht, dass wir in Dresden zu wählen, einstimmig und mit Begeisterung. In den letzten 6 Monaten hat dann der Severin Dresden die Lehre durchgemacht. Auch auf diesem Niveau gibt es eine Lehre. Ein ganz starkes und intensives Einführungsprogramm. Er hat in einer Restaurantkette gearbeitet, um zu verstehen, wie die Restauration geht. Er hat an der IMD hat einen Kurs besucht, um so Rechnungslegung und so Sachen zu lernen, die ein Zoologe nicht unbedingt gerade versteht. Und er hat auch ein Medientraining gemacht, um mit Ihnen, mit den Medien, mit allen Leuten noch besser können kommunizieren. Seit dem 1. April hat er mit Arbeit in allen Bereichen, allen Funktionen und allen Tierrevieren hat er jetzt so intensiv kennengelernt und ist heute bereit. Zusammen mit meinen Kollegen vom Verwaltungsrat und ich glaube es auch im Namen von allen Mitarbeitern vom Zoo, bin ich überzeugt, dass der Severin Dresden die richtige Person ist, zur richtigen Zeit, um den Zoo in die nächste Entwicklungsstufe zu führen. Nach der Ära Rübel, nach 29 erfolgreichen Jahren, ist es schwierig, sich nur einen besseren Zoo vorzustellen. Aber wenn es einer kann, in diese grosse Schuhe hineinstehen von Alex Rübel, dann ist es der Severin Dresden und vielleicht ist seine Schuhgröße 49, hilft ihm dort auch ein bisschen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung während der ganzen Ära Rübel. Und ich bin überzeugt und ich hoffe auch sehr, dass wir weiterhin dürfen mit Ihrer Hilfe, mit Ihrer Begeisterung und Ihrer Unterstützung rechnen. Danke vielmals und geniessen Sie den Zoo Zürich.